Gott, ist das alles spannend, was wir hier machen. Ja, was machen wir jetzt mit unserem Vögelchen, Rudi? Hm? Weißt auch nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, ob die nochmal irgendwann wiederkommen. Ich glaube nicht. Wir werden wahrscheinlich irgendwann mit dem Gammelfleisch einfach mal zu den Villagern gehen und das dort verkaufen. Ich werde wahrscheinlich auch noch Gammelfleisch sammeln müssen. So richtig farmen müssen. Bambus kommt hier erstmal mit rein. Dann habe ich hier ein Namensschild. Ich kann das nicht anwenden. Oh, nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Sorry. Hier, kriegst ein Stück Fleisch. Nein, bleib hier, Rudi. Rudi, alles gut. Du bist wieder mein Freund. Oh, verdammt. Niemals Linksklick auf irgendein Tier machen. Das kommt nicht gut. Die Sonne geht schon wieder fast unter. Mein Gott, wir verbrauchen aber auch tageweise unsere Zeit. Mögt ihr Melonensamen? Nö. Ihr wollt Weizen, ne? Weizen muss ich auch mal wieder abernten und ich muss auch nochmal die Tiere füttern, damit das noch mehr werden. Und dann ganz, ganz viele Tiere schlachten, denn wir brauchen unbedingt wieder Fleisch. Das ist wichtig, das ist verdammt wichtig. Also einmal kurz das hier raus. Was hast du da, Rudi? Ja, ja, ich nehme alles mit. Okay, dann haben wir das soweit. Pflanzen wieder die Samen ein. Wovon wir viel zu viele haben, aber damit können wir nachher die Hühner noch versorgen. Ja, jetzt ist er mir so in den Weg gelaufen, dass er natürlich Sitz machen sollte. Aber das solltest du gar nicht. Komm, geh weg da. So schön. Okay, mit dem bisschen Weizen, das wir haben, werden wir jetzt versuchen, unsere Tiere zu versorgen. Das heißt hauptsächlich natürlich unsere Kühe. Aber trotzdem kriegen unsere Vögel, wollte ich gerade sagen, unsere Hühner erstmal was zu essen, damit sie sich noch weiter vermehren. Können wir vielleicht noch ein bisschen Chickenfleisch machen. So ist brav. Ganz, ganz viele Tiere. Wunderbar. Jetzt sind die Kühe an der Reihe. Du bleibst bitte draußen, Rudi. Die muss ich sehr sorgfältig aussortieren. Guti. Bin wieder da, Rudi. Also du bist eine komische Kuh. Dass du dich hier selber bei den Hühnern eingesperrt hast, das hätte ich nicht gedacht. Haben auch wieder zwei Eier bekommen, einfach bloß am Vorbeilaufen. Hier sind jede Menge Schweine. Also ich glaube, Schweine können wir jetzt endlich mal schlachten. Es wird Zeit, dass wir sie loswerden. Schwert raus. Na, eine Sau ist abgehauen, ist nicht schlimm. Oh, die Kuh muss jetzt auch dran glauben. Jetzt gibt's Beef, meine Lieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, mit dem ganzen Fleisch. Rudi ist auch noch da. So, wie viel Fleisch habe ich? 35. Das ist okay. Damit kann man vielleicht mal wieder eine Session wagen. Guti. Habe ich jetzt noch Möhren mit? Nein, habe ich nicht. Geh weg hier. Rudi. Rudi hat einfach das Schwein erlegt. Ja, auch nicht schlecht. Gut gemacht, Rudi. Eier nehme mit, das ist schon wieder dunkel. Komm, Rudi, wir müssen schon wieder schlafen gehen. Rudi. So, komm hoch. Ich muss dir auch irgendwann nochmal so ein kleines Bettchen fertig machen, wo du dich einfach rauflegst. Vielleicht einen Teppich oder sowas.
der direkt neben meinem Bett liegt. Gute Nacht. Wuff. Ach Leute, nee, das Wichtigste haben wir. Da hinten sind Zombies. Zombies sind gut für Gammelfleisch. Gammelfleisch brauche ich noch. Ja, guten Morgen, Rudi. Geht wieder los. Wir haben so viel zu tun. Und der Bambus ist gewachsen. Oh, der da drüben sogar sehr hoch schon. Wahnsinn. Ich bin ja gespannt, wie hoch Bambus eigentlich wachsen kann. Das nächste, was wir machen, ist jetzt das mit dem Dschungelholz. Erstmal lege ich die Eimer zurück. So, Weizen kommt hier drüben mit rein. Ich könnte im Prinzip noch Schafe füttern, aber das machen wir später. Brote können wir noch backen. Wir werden jetzt auch das Fleisch schon mal braten. Das Schweinefleisch. So schön. Ich habe auch noch nie einen Hochofen gebaut. Ich weiß nicht, wie ein Hochofen funktioniert. Das müssen wir uns nochmal ausdenken. Habe ich die Türen aufgelassen? Nee, die habe ich aufgemacht, ne? Dschungelholz haben wir nicht in der Tasche. Nehme ich jetzt erstmal mit raus. Die Kakaosamen habe ich auch noch. Und die Setzlinge sind schon gepflanzt. Das heißt, einfach bloß das Holz raus. Kakao ist bei. Ja, und dann stellen wir das hier drüben mit zur Farm und dann ist gut. Hier wird ja eh nicht so viel langlaufen. Hoffe ich, denke ich. Befürchte ich. So, das reicht von der Höhe her, das ist völlig okay. Und dann brauchen wir die Kakaobohnen. Und dann wachsen sie. Und wenn sie ausgewachsen sind, werden sie mehr. Dann können wir ganz, ganz viel Kakao fertig machen für unsere Leute, die hier vorbeikommen. Eventuell sogar für den fahrenden Händler, aber der kauft ja nicht ein, ne? Der verkauft immer nur. Das ist ein bisschen nervig. Vielleicht hat er auch irgendwann mal Lust, irgendwas zu kaufen. Bei all dem, was wir hier anbieten, wäre das kein Wunder. Schafe könnte ich scheren. Das will ich aber nicht. Den Schafen geht soweit gut. Wolle brauche ich nicht. Das ist alles in Ordnung. Wo ist denn Rudi? Wuff. Bist du hier noch drin? Nee. Ich höre ihn, aber ich weiß nicht, wo er ist. Rudi? Vielleicht hängt er im Keller rum? Rudi? Da unten ist er. Was machst du da? Komm. Vielleicht hat er irgendwas gerochen. Zombie oder so. Zombies stinken ja schon, bekanntlichermaßen. Wundern wird's mich nicht. So, die Schweineherde wurde ganz schön ausgedünnt. Irgendwann werde ich euch nochmal Karotten geben und ihr könnt euch wieder vermehren. Aber jetzt aktuell bin ich mit der Situation sehr zufrieden. Nehmen wir den Bambus weg. Dankeschön. Vielleicht wächst der wieder nach, so wie der Zuckerrohr auch. Ich hätte ehrlich gedacht, früher habe ich immer gedacht, das wäre Bambus. Aber nein, das ist Zuckerrohr gewesen. Erstaunlich, oder? Wir gucken mal, ob er wieder nachwächst. Wenn nicht, dann muss ich ihn erneut pflanzen. Dann ist es dumm hier laufen, aber ich glaube schon, dass das funktioniert. Kartoffeln haben wir. Du bist wieder ins Wasser gesprungen. Toll. So, die Kartoffeln gleich wieder einpflanzen. Nicht essen, einpflanzen. Ich will die restlichen Kartoffeln an die Schweine verfüttern. Schweine, ich habe was für euch. Kommst gleich angerannt. Angestiefelt. So, macht wieder ein paar Schweinebabys. Gut, ihr habt alle Schweinebabys, dann ist gut. 15 Kartoffeln haben wir noch übrig. Können wir gleich wieder in die Kiste packen, die noch nicht mal für Kartoffeln vorbereitet wurde. Und guckt mal, der Kakao fängt schon an zu wachsen. Den hier könnte man sogar schon ernten. Wunderbar. Aber nicht jetzt. Das machen wir irgendwann mal. Oh ja, ich muss auch nochmal in den Nether. Oh, und ich muss den Wither besiegen. Und den Enderdrachen. Das sind wohl die Ziele, die man hier im Einzelspieler hat. Ich bin sehr gespannt, wann das irgendwann mal der Fall ist, dass wir so stark sind und alles haben. Vorher möchte ich natürlich meinen Papageien hier haben. Ich will meine Katze hier haben. Und ich will einmal gucken, ob die Bäume drüben schon gewachsen sind. Ich sollte mal was essen. Steak ist immer gut.
Bäume sind noch nicht gewachsen. Vielleicht kommt das noch. Und ich sollte unbedingt dann die Lianen mit rausholen, dass wir die mit ranbringen. Wir haben jetzt die Bäume gepflanzt, wir haben Kakao gepflanzt. Wir haben Beeren. Was fehlt uns noch? Was habe ich noch im Inventar? Rote Beete. Name Tag, womit ich nichts anzufangen weiß. Also wenn ich das Rudi nicht umhängen kann, dann weiß ich auch nicht. Was könnten wir denn noch machen? Sollte ich mal in die Rezepte gucken? Vielleicht ist hier noch irgendwas drin. Farbe können wir ganz viel machen. Wir können sogar irgendwelche Minecarts mit TNT machen. Auch nicht schlecht. Banner Pattern. Ich guck mal hier rein. Vielleicht haben wir hier auch noch Rezepte. Neue Rezepte, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Waffen und Rüstungen ist klar. Sowie Werkzeuge. Das sind die ganzen anderen Dinge, die man noch bauen kann. Glistering Melon Slice. Ach, guck mal, mit Goldnuggets und Melonen haben wir Goldmelonen. Cool. Rabbit Stew. Es gibt sogar goldene Karotten. Braustand. Was ist das hier? Beetroot Soup. Ah, okay. Rote Beetesuppe. Mhm. Pumpkin Seeds. Kenne ich alles. Alles okay. TNT gibt es, Sticky Pistons. Ach, das sind Sticky Pistons. Die können irgendwas ankleben, deswegen ist oben auch Schleim mit drauf. Dann gibt es Redstone-Lampen, Daylight-Detector. Was ist denn ein Daylight-Detector? Kann mir das mal jemand sagen? So eine Erklärung wäre nicht schlecht. Emerald Block. Melone. Ja, aber allzu viel ist es jetzt nicht. Vielleicht haben wir noch ein paar Kochrezepte, die wir vorher noch nicht kannten. Jacked Potato. Cooked Cod und Steak. Ja, und die ganzen Bricks. Aber das war's dann auch. Schade. Ich habe echt gedacht, da gäbe es jetzt mehr. Zumindest haben wir jetzt ganz viel Fleisch. Und wir haben jetzt Level 40, können wieder das ein oder andere verzaubern. Die ganzen Level konnten wir glücklicherweise behalten. Auf der Jagd nach den ganzen Ressourcen und so weiter haben wir doch sehr viel gefunden. Schöne Sache. Und überlebt vor allem. Juti, so. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich gucke nochmal ganz kurz, was wir noch craften müssen. Wir haben Dschungelholz. Wir haben die Kakaobohnen mit angepflanzt. Wir könnten scheren. Aber scharfe Scheren brauche ich im Moment nicht. Bambus haben wir und der wächst wieder nach, so wie ich es mir gedacht habe. Sehr schön. Das heißt, auch da muss ich mich nicht darum kümmern, dass es immer wieder neu kommt. Bambus wird es so geben. Aber ich bin sehr gespannt, was wir denn für ein Rezept mit Bambus haben. Ich will das mal ausprobieren, was passiert, wenn wir Bambus hier mit reinlegen. Was sind denn das immer für Geräusche? Keine Ahnung, was man mit Bambus machen kann. Stick. Ganz normale Stickies, okay. Ich habe keine Ahnung. Also es gibt wohl die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu machen. Slimeball, was ist das? Ach so, das ist eine Leine. Wir könnten auch Leinen craften, aber Leinen haben wir ja bekommen. Irgendwas ist eigenartig. Irgendwas gefällt mir nicht. Diese ganzen Geräusche, die sich in letzter Zeit ergeben, da habe ich echt Angst vor. Rudi? Rudi? Der ist doch schon wieder unten, oder was? Was riecht der denn da unten? Da muss ja irgendwas rumlaufen. Rudi? Nee, Rudi ist nicht hier. Rudi?
Da klemmt er zwischen. Wie bist du denn dahin gekommen? Ach, Rudi. Ich wundere mich die ganze Zeit, wo du hin bist. Komm raus da. Ich glaube, das muss ich mal zumachen hier. Damit der da nicht mehr reinrutscht. So, braver Hund, komm, wir gehen schlafen. Das war der Tag für heute und das war auch das Let's Play. Ich denke mir noch was Neues aus. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann muss ich mich auch endlich um eine Katze und einen Papageien kümmern. Bis nachher.